Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, wir haben jetzt die 6 Titanbarren vollständig, damit wir hier, wo war denn das? Den Schmelzer hier, den guten machen können. Dann brauchen wir noch 6 davon. Bitte hier bleiben. Und Trockenziegel. Trockenziegel haben wir nur 2. Was brauchen wir, um Trockenziegel nochmal zu machen? Wo war denn das? Nehmen wir trotzdem das alles mal mit. Weil die können wir dann auf einen Schlag. Die machen Trockenziegel. Ein Trockenziegel an sich nicht sehr aufregend. Muss ich die vielleicht so? Wie war denn das nochmal mit dem Trockenziegel? Hier war das nicht. Hier auch nicht. Hier müsste das gewesen sein. Nasser Ziegel. Ah, hier. Jetzt haben wir dafür nicht genug Sand. Okay. Aber zum Trocknen packen wir die mal nach da oben. Was ist mit dir? Hier. Kannst du was essen? Wo ist Nicole? Ist Nicole abgehauen? Bitte sag mir jetzt nicht, dass Nicole weg ist. Bitte nicht. Nein. Ich höre die auch gar nicht mehr. Hier ist sie. Oh, ich dachte schon. Die haut aber auch echt überall hin ab. Hier geblieben, ja? Hier kannst du dich auch ernähren. Ja. Wollte schon sagen. Boah, ich hatte jetzt echt Angst um sie. So, das Ding machen wir gleich weg. So. Dann müssen wir oben erstmal wieder gießen. Nein. So, hier. Und wir haben nicht genug Wasser. Das ist super. Den Aufbereiter brauchen wir auch noch bald. Müssen wir schauen, wie wir den machen. Wir können das irgendwie von hier auch verbinden. Habe ich so ein Gefühl. Können wir hier so ein Dings machen, dass ein Rohr nach draußen geht? Oder so? So, wie weit sind die Trockenziegel jetzt? Ich glaube, die sind alle so weit. Nein, sind sie noch nicht. Ich bezweifle, dass da jetzt Erde ist. Nee, hier runter, bitte. Ach, wir haben hier noch keine Farbe drin, ne? Gut, dann sammeln wir hier einmal auf. Die müssen wir auch noch alle ersetzen. Gegen die Dinger von Titanbarren. Und hier nochmal einsortieren. So. Für hier haben wir nichts. Ne, die lassen wir eben da, wo sie sind. Hier haben wir auch nichts.
Wie, hier haben wir nichts? Also wir haben auch an sich jetzt nichts. So, was brauchen wir noch für den Schmelzer? Wo war denn der jetzt nochmal? Da. Eine Leiterplatte. Und was brauchen wir für die Leiterplatte? Zwei Kupferwaren, fünf Kunststoff und ein Glibber. Also wir können auch eben die Dinger wieder hier reinpacken. So, hier war das Glibber. Einen. Kupferbarren haben wir sonst keine fertig. Das heißt, wir müssen jetzt eben auch nochmal schnell ein paar Kupferbarren fertig machen. So, Planke noch rein. So, Wasser ist fertig. Nee, so. Hier geblieben, Kater. So. Ach, hier ist alles schon fertig gegossen. Okay. Ja, dann noch eben schnell was essen. Ah, nice. Danke rein. Und den Rest packen wir wieder hier rein. So, dann können wir den und hier von einem nochmal rutzeln. Und schauen uns mal den Kupferbarren da an, wie weit er ist. Noch nicht weit. Aber die sind schon fertig. So, dann hier nochmal gießen. Jetzt sind wir wieder leer. Und wieder voll. Können wir hier nochmal... Ah, ich will hier runter. Nochmal auffüllen mit Salzwasser und den hier nochmal voll machen. So, und jetzt ist der Kupferbarren fertig. So, was brauchen wir noch? 5 von dem Plastik. Da. So, neu sortiert. Dann heißt es jetzt erst einmal abwarten, bis das fertig ist. Der letzte Kupferbarren. Dann können wir den neuen Schmelzer machen. Das ist Hehl. Wollte schon sagen. Das ist übrigens meine komplette Crew hier jetzt. Nicole, Hehl, Carter. Fehlen nur noch Nils, Leon und Cola. Dann ist die Crew vollständig. Ja, die Federn nehmen wir mit. Und wieder ein Ei. Nein. So, ich wollte das Ei haben. So. Wie sieht es jetzt mit dem Kupferbarren aus da hinten? Achso, übrigens hier nochmal Wasser nachfüllen. Ja, der ist fertig. Das heißt, den können wir jetzt herstellen. Und dann hier den Trockenziegel, genau. Die müssten wir jetzt noch eben holen. Und wir können erstmal die anderen Sachen auch nochmal einlagern. So, was haben wir noch, was hier rein kann? Nix. Und sind sie schon fertig? Ah, nice. Jetzt können wir den herstellen. Alter, der ist ja riesig. Oha. So, wo hatten wir den Maschinenraum? Ich glaube, das sollte der Maschinenraum werden. Nee? So. So.
Warte mal, dann packen wir die Batterie hier rein. Diese hier. Alter, der macht dann gleich ganze drei. So. Brauchen wir den hier ja nicht mehr. Kann der weg? Tschüss. Wenn der ganze drei macht. Alter, wie geil ist denn das? So, was brauchen wir noch? Ich glaube, ich will noch so einen haben. Aber die hier brauchen wir auch noch. Ganze sechs Stück. Hier Wassertanks. Brauchen wir. Da brauchen wir Kunststoff. 30 Kunststoff. Alter. Aber ja, das wollen wir dann hierhin machen. Die Wassertanks. Dann ist die Frage, wie genau machen wir das dann hier? Hier müssen wir auch wieder ein bisschen was Neues haben. Neue Rohstoffe, nice. So. Alles rein. Hier haben wir nichts. Hierfür haben wir nichts. Packen wir erstmal hier hin. Wieder. Ist drinne. Für hier haben wir jetzt nichts, aber die können wir hier hin packen. Sonst haben wir nichts. Boah. Gleich haben wir 30 Tarnbaden. Dann können wir das fertig machen. Aber jetzt brauchen wir Kunststoff ohne Ende. Wenn wir den hier haben wollen, den Wassertank. Oder wir fangen erstmal mit was anderem an. Das Ladegerät haben wir. Warte mal, dann brauchen wir noch ein paar mehr Batterien. So, noch einen Bienenstock könnten wir auch eigentlich machen. Oder den hier, da brauchen wir 6 Titanbarren. Braucht er wirklich von beidem ein oder eins davon und wie zusammengezählt? Kunststoff auch mal 20. Den bin ich mir nicht sicher, ob ich den brauche. So, was können wir hier noch machen? Ja, wir könnten eigentlich ein paar mehr Batterien machen. Von den guten, von den großen. Jo, fertig. 3 Stück haben wir jetzt. Komm, wir gönnen uns jetzt die Dinger. Wir machen jetzt erstmal sehr viele Kupferbarren. Ja. So. Packen die hier erstmal hier rein. Gönnen uns die Kupferbarren, die Titanerze, die hier. Kümmern uns erstmal alles drum. Dass die einfach erstmal alle fertig werden. Und ich glaube, Nicole hat wieder ein Ei gelegt. Wo ist sie denn? Da. Boah, wir können sehr viel Medizin dann jetzt herstellen. Dank Nicole. So, hier ist fertig. Können wir einlagern. So. Achso. Und auch noch rein. Ja, ist jetzt neu sortiert, okay. So, und hier ist auch schon soweit. Können wir oben nochmal neu gießen? Ne, brauchen wir nicht. Okay, das ist gut. Können wir nach der Farbe gucken, ob das schon soweit ist. Ja, das ist definitiv schon soweit.
komm, den können wir auch mal umfärben. Den nehmen wir mit. Dann haben wir wieder Plastik. Ah ja, und unsere Aufladestation haben wir auch noch. Wenn wir den... Ja, komm. Den machen wir auch noch schwarz. So. Und wieder hoch. Den müssen wir noch komplett umfärben. So. Und, ja. Hier. Hier. Der kann so. Und hier oben jetzt den Fußboden. Ah, wir werden immer noch Farbe brauchen, sehr viel. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass da so viel Farbe gebraucht wird. Oh, ja, neue Insel. Also wieder Ausrüstung schnappen. So, Kupferbarren ist soweit. Dann packe ich die erstmal alle wieder hier rein. So, hier kann ich die dann doch hier lassen. So, Schrott hier rein. Plastik hier rein. Das hier rein. Das hier rein. So, nochmal ein bisschen was trinken. So, die können wieder hier hin. Wir gönnen uns die Schaufel, eine Ersatzschaufel, die Axt. Das Ding müssen wir mitnehmen. Den Bogen lassen wir mal. Aber hier den Speer und einen Ersatzspeer. Und den Haken nehmen wir mal mit. So. Kommt ihr drei alleine klar? Gut, ich hoffe es. Nein, Bruce. Nein. Ich hasse Bruce. So. Ja, auf geht's. Ja, erstmal so oder so alles einsammeln, was wir hier finden. Tierchen brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Hier haben wir auch noch wieder was. So, schauen. Hier ist nichts in der Nähe. So, der hat jetzt hier keine Truhe bei sich. Oder? Ist hier eine versteckt? So, nochmal Grüße an TomTom, der Spider-Man spielt. Boah, ich freue mich auch schon darauf, daraus ein Let's Play zu machen aus Spider-Man. So. Wie sieht es hier aus? Werden wir attackiert? Ist ja noch nicht. Aber wir haben direkt eine Höhle gefunden. Ich hoffe, da ist Schmutz drin. Ja, Schmutz. Nice. Und ein Nagel. Nagel nehmen wir auch wohl mit. So. Höhlenpilze. Gibt es wieder ordentlich was zu essen dann.
wie viel Schmutz waren das jetzt? 6. Das heißt, 3 neue Felder. 3-mal Wiese können wir machen. So, und gibt's hier was? Ja. Holen wir uns das zuerst. Ist wahrscheinlich da oben. Hier. Hier ist das. Super vergraben. Einfach mal echt gut vergraben, wirklich. Also, wer vergräbt nicht so in einem Stein seine Schätze? Würde ich genauso machen. Denn niemand kommt drauf, dass du es in einem Stein vergräbst. Wirklich, also sicherste Spot für Schätze. Hier haben wir aber keine Gullivers. Fällt mir gerade auf, dieser Insel. Das heißt, es könnten hier zwei Heriberts sein. So, und nochmal hier rüber. Ja, das ist wahrscheinlich eine Heribert-Insel. So, gibt's hier nochmal? Ja. Hier. Auch wieder einem Stein. Und 3 Titanerzen. Nice. Nee, in die Richtung. Okay, bestimmt auch einem Stein. Nee. Hä? Da oben. Nein. Hä? Ah, hier. Okay, hier geht auf. So. Wir haben 5 Titanerz gesammelt. Nice. Inventar ist auch wieder voll. Und zwar ordentlich. Entdeckt er hier irgendwo noch eins? Da haben wir einen Heribert. Und oben ist wahrscheinlich auch wieder einer. Der Heribert ist mir jetzt erstmal egal. Auch wenn er schon hinter uns her ist. Guck erstmal, ob hier Schätze sind. Ja, Heribert, alles gut. Also bisher gibt es hier noch nichts. Oben vielleicht. Auch noch nichts entdeckt. Ja, hier ist noch ein Heribert. Und noch eine Kiste. Ne. Aber dafür noch ein Hühnchen. Aua. Okay, dann gehen wir dafür. Erstmal zurück auf unser Schiff. Können einmal alles entladen. Alles, was wir nicht mehr brauchen.
Ich glaube, aus beiden Heribets können wir nochmal ordentlich Leder holen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, könnten wir eigentlich auch so einen Heribert einfangen? Als Beispiel und dann als Haustier behalten? Oh, das wäre echt super, finde ich. Aber ich glaube, Heribert ist kein Nutztier. Haha. Toll, jetzt hat er mich doch noch erwischt. So, dann haben wir hier bestimmt auch noch ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall. Einmal alles aussortieren. So. Hier haben wir nichts tatsächlich. Aber hier haben wir wieder ein bisschen was an Seilen. Hier haben wir nichts. Hier für die Samenbank haben wir ein bisschen was. Hier haben wir nichts. Ich glaube, Schaufel brauchen wir jetzt nicht mehr. Das zählt auch als Werkzeug. Brauchen wir nicht mehr. Den lassen wir noch da. So, wo haben wir Erde gelagert? Ich würde Erde dann doch lieber hier lagern. Obwohl, warte. Wir können eben nochmal ein paar Wiesen machen. Wo haben wir Wiese? Wiese haben wir hier. Kunststoff brauchen wir. So, packen wir das hier hin. Und dann 1, 2, 3. Packen das wieder hier rein. Da hinten wirst du auch verhungern. Hier. So. Ja, hier, komm. Nicole, das schaffst du. Hier gibt's Futter. Oh, Nicole wieder ein Ei gelegt. Und jetzt müssen wir selber auch nochmal was essen. So. Können wir das essen. Und auch nochmal. Wir haben nichts zu trinken. Eben schnell Wasser voll machen. Nee. Hier. Andere Richtung. So, dann können wir gleich auch selber was trinken. Und wir müssen auch noch mal, genau, ein paar Planken da hinzufügen, damit die auch fertig werden. Die Tonschale brauchen wir auch noch wieder. So, haben wir eigentlich Farbe unten? Oder hatten wir da nichts hinzugetan? Ne, wir haben hier keine Farbe. Das heißt, die Blumen müssen wir eben noch pflücken. So. Und dann nochmal frisches Wasser dazu. Ja, nice. So, hier gießen. Nicole hat wieder ein Ei gelegt. Falsche Richtung. Nein, jetzt bin ich zu weit. Nee, so. Ein Ei. Was können wir hier noch... Hier müssen wir noch mal gießen. Hier ist noch ein Ei. So, dann hier Eier rein. Und nach unten jetzt Farbe. So.
So, das dauert aber noch ein bisschen. Können wir hier jetzt wieder voll machen. So. Ah, und wir brauchen wieder eine neue Axt. So, Planke, Seil, Schrott, Bolzen. So. Das wird reichen. Hier warten wir Seil. Ja, komm. So. Bolzen. Und Schrott. Zwei Stück. Dann haben wir jetzt eine neue Axt. Und dann in der nächsten Folge gehen wir nochmal dahin. Sammeln alles andere nochmal auf. Und dann schippern wir weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.